Bei Anne Will, wie weit wird Putin gehen? Wir sagen mal, er geht vom Nordpol zum Südpol zu Fuß. Annalena Baerbock spricht: The United Nations will be stay together. Die Worte des ukrainischen Präsidenten Zelensky trafen sie ins Herz. Naja, wenn man nicht schaut, mit wem man sich einlässt, mit Schauspielern, die von Figuren gestützt werden, die Bandera verehren. Bandera, googeln Sie bitte selbst. Auch bei Will der ukrainische Botschafter Melnik, der, wie einst der Wim Dagdelen von der Linkspartei aufklärte, Blumen am Grab von Bandera, den sie selbst googeln, niederlegte. Gern Waffen dahin, gern mit Amazon, vielleicht sogar Prime. Hat sich Amazon eigentlich aus Russland zurückgezogen? Es geht nicht ohne Zynismus. In den 7. März 2022, ein Montag, die Kurznachrichten. Wie der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums Igor Konaschenkov mitteilte, wurden in der Ukraine Beweise für die Existenz von Labors gefunden, in denen vom US-Pentagon finanzierten Komponenten für biologische Waffen entwickelt wurden. Nach Angaben von Konaschenkov erhielt das Ministerium von Mitarbeitern der Labors Unterlagen über die Notvernichtung hochgefährlicher Erreger verschiedener Krankheitserreger wie Cholera, Milzbrand, Pest und anderer am 24. Februar. Kiew habe versucht, die Spuren dieser Tests zu verwischen, nachdem Moskau seine Militäroperation eingeleitet hatte. Experten untersuchen derzeit die Unterlagen. Fotos von der Anweisung des ukrainischen Gesundheitsministeriums wurden vom russischen Verteidigungsministerium veröffentlicht. Der Antispiegel von Thomas Röper berichtet, der Chef der Donetsker Volksrepublik hat in einer Presseerklärung mitgeteilt, man habe in einem ukrainischen Stab Beweise dafür gefunden, dass Kiew für den 8. März einen Angriff geplant hat. Das publizieren russische Medien. Röper erinnert an die ukrainische Militärdoktrin 2015 von Präsident Poroschenko in Kraft gesetzt. Russland wurde hier als Hauptfeind definiert und die ukrainischen Streitkräfte bis 2020 an die NATO-Standards angepasst werden. Hinzu kam am 24. März 2021 die Strategie zur Deokkupation und Reintegration der Krim. Daraus Zitat: Dieses Dokument definiert eine Reihe von Maßnahmen diplomatischer, militärischer, wirtschaftlicher, informativer, humanitärer und anderer Art, die darauf abzielen, die territoriale Integrität und die staatliche Souveränität der Ukraine innerhalb international anerkannter Grenzen durch Deokkupation und Reintegration der Krim wiederherzustellen. Wie gerade vorgelesen, enthielt das Dokument den Begriff militärischer Art. Die Ukraine hat also damit offiziell und öffentlich einen Krieg mit Russland wegen der Krim angekündigt. Auch die neue Militärdoktrin der Ukraine wurde am 25. März 2021 in Kraft gesetzt. Dieses zielte auf die Integration der Ukraine in die Sicherheitsarchitektur der NATO ab und wiederholte die Forderung, die Krim auch mit militärischen Mitteln zurückzuerobern. Danach begannen die Eskalationen. Der Politikwissenschaftler Johannes Warwick erklärt dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, es gebe ein Szenario für eine Besetzung der gesamten Ukraine. Er wird zitiert, diese Ziele wird Putin mit jedem, und ich wiederhole, mit jedem Mittel erreichen. Frankreichs Präsident Macron zitiert Putin, er werde sich entweder durch Verhandlungen oder durch Krieg durchsetzen. Auch richtet Moskau eine weitere Warnung an die NATO. Die Berliner Zeitung schreibt, Russland strebt nach Angaben seines Präsidenten die Entnazifizierung und Entmilitarisierung der Ukraine an. Auch geht sie zurück in die Geschichte. Das westliche Militärbündnis habe mit seiner Ausdehnung Versprechen aus dem Jahr 1990 gebrochen. Die Berliner Zeitung analysiert, Moskau habe 30 Jahre lang versucht, über die Grundsätze der Sicherheit in Europa eine Einigung zu erzielen, sei aber nur auf zynischen Betrug und Lüge oder auf Druck- und Erpressungsversuche gestoßen. Ein lesenswerter Artikel, der weit in die Geschichte zurückgeht. Daraus, der US-Präsident Bush damals hält in puncto Bündniszugehörigkeit fest, die Chancen, dass Gorbatschow ein vereinigtes Deutschland als volles Mitglied der NATO akzeptiere, steigen in dem Maße, in dem es gelinge, den sowjetischen Sicherheitsinteressen Rechnung zu tragen. Lesenswert, Berliner Zeitung. Wladimir Putin selbst hat in einer Fernsehansprache Orden verteilt. Er räumte Verluste bei eigenen Streitkräften ein, versprach Angehörigen Kompensationszahlungen. Der russische Botschafter in Deutschland, Netschajew, hat die zunehmende Diskriminierung von russischstämmigen Personen in Deutschland verurteilt. Zitat: Starke Signale der deutschen Regierung an die lokalen Behörden, Stadt-, Kommunal- und Regionalverwaltungen sind notwendig, um diese Diskriminierung zu beenden. Über die israelische Diplomatie schreibt Jürgen Elsässer im Kompaktmagazin: Israel als Friedensstifter und ein jüdischer Oligarch als Kriegstreiber, seine Überschrift. Israels Premier Bennett lehnt die Verurteilung Putins und Sanktionen gegen Russland ab. Hinter Selenskyj steht der Oligarch Kolomoyski. Die Süddeutsche Zeitung wird zitiert aus dem Jahr 2017. Im Kampf gegen die Russen bezahlte Kolomoyski den Aufbau der freiwilligen Bataillone Dnipro und Azov und bot seinen Männern $10.000 für jeden gefangenen Russen.
Weiter Elsässer. Die westliche Propaganda erklärt Putins Forderung nach einer Entnazifizierung der Ukraine für lächerlich, da der Jude Selenskyj in Kiew regiere und dieser ja schlecht ein Nazi sein könne. Aber die Verbindung von Selenskyj zu Kolomoyskyj und von Kolomoyskyj zum Nazi-Bataillon Azov ist eine Tatsache, die sich nicht abstreiten lässt. Gerhard Schröder, SPD, steht mittlerweile unter Polizeischutz. Hannover führt regelrecht etwas durch, was man Entschröderisierung nennen kann. Als Hobbypsychiater geriert sich Boris Reitschuster. Er schreibt, so tickt der russische Präsident wirklich mein Psychogramm des Kreml-Chefs. Reitschuster muss man lassen, dass er seine Kommentare veröffentlicht. Gleich der erste, Zitat, die Annahme, persönliche Lebenserfahrungen, die Jahrzehnte zurückliegen, seien für Staatenlenker wie Putin die Antriebsfedern seines Handelns heute, ist schon eine sehr steile These. Für klare und richtige Entscheidungen ist es oft wichtiger, sämtliches historisches Gepäck über Bord zu werfen und die Situation zu bewerten, wie sie hier und heute ist. Der Kommentator nennt die Tatsache, Putin redet seit mindestens 15 Jahren von den Bedrohungen, auf die er sein entschlossenes Handeln jetzt gründet. Es streiten die Linken. Die Berliner Zeitung zitiert Gregor Gysi, eine Bundesregierung mit linker Beteiligung wäre eine absolute Katastrophe. Zwischen Gysi und Sarah Wagenknecht gibt es Zwist. Wagenknecht plädiert weiter für eine Mitschuld der USA am Krieg. Gysi gibt zurück, Emotionslosigkeit. Ich ergänze, den politischen Blick durch Emotionen trüben zu lassen, ist ein typisches Mittel in westlichen Medien, führt aber nicht zu klareren Analysen. Der ORF zitiert einen US-Bericht aus dem Wall Street Journal. Russland rekrutiere Syrer für den Häuserkampf. Bereits mehr als 1 Million Menschen sind aus der Ukraine nach Polen geflohen. Die humanitäre Lage gilt als katastrophal. Die russische Botschaft in Wien wurde mit Farbe beworfen. Die ARD berichtet, der Generalstab erwartet einen Angriff auf Kiew. Charkow wurde weiter von Luftangriffen erschüttert. Die Bundesregierung untersucht die Möglichkeit, der Ukraine mit weiteren Waffenlieferungen zu helfen. Das erklärte Christine Lambrecht, Verteidigungs- oder Kriegsministerin, im Morgenmagazin von ARD und ZDF. Russland hat eine neue Waffenruhe für mehrere Städte für heute angekündigt. Es will humanitäre Korridore öffnen. Großbritannien und mehrere seiner Verbündeten haben den Ausschluss Russlands aus der internationalen Polizeiorganisation Interpol gefordert. Die USA treiben nach den Worten der Sprecherin des US-Repräsentantenhauses Pelosi ein Einfuhrverbot für russisches Öl weiter voran. Daraufhin bricht Tokios Börse ein. Der Ölpreis steigt auf fast $140. Der Bund gibt einen Teil der Ölreserven frei. Der Spiegel zitiert Robert Habeck von den Grünen. Der nächste Winter wäre bei einem Stopp von Energieimporten eine Herausforderung. Es könne zu Energieengpässen kommen. Schon ein paar Mal sagte ich, kauft euch Decken. Letzte OSZE-Beobachter verlassen die Ukraine. Die Zeitung Welt aus dem Springer Verlag wird zitiert, wir erleben in diesen Tagen die Auferstehung des unbedingten Feindes. Lange Zeit gab es nur einen Feind, das Virus, die 7-Tage-Inzidenz nun 1259,2. China meldet die höchste Zahl lokaler Infektionen seit Ausbruch der Pandemie. Österreich meldet 2413,5. Auch berichtet der ORF über eine Impflaute im Wiener Austria Center. Das war's aber schon mit Corona. Drum schnell zurück zu Springers Welt. Die Zeitung stellt die Frage, warum die Queen an ihrem Lebensabend nach Schloss Windsor zurückkehrt. Abschied nimmt sie vom Buckingham Palace. Wetter. Ich nehme wie immer Abschied mit dem Wetter. Gemeldet werden Sonne und Wolken. Dichtere Wolken im Osten. Im Südosten auch einzelne Schneeschauer. Die nächsten Tage viel Sonne, die Temperaturen werden zweistellig. Ein Hauch Frühling. Alternative Music.